Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Continuum Gaming. Dieses Mal auf Deutsch, wie ihr schon hören könnt. Und wir werden wieder drei verschiedene Spiele zusammen anschauen. Das ist einmal Balls vs. Bricks, Honeycomb Farm Match 3 und Drifty Shades. Mein Name ist Gerald. Wie immer habe ich hier so ein bisschen meinen kleinen Aufbau mit dabei. Dazu gehört natürlich diese Arc-Maus. Das ist einfach eine Bluetooth-fähige Maus, die man eben mit dem Smartphone verbinden kann. Außerdem habe ich mit dabei das Foldable Keyboard. Das ist dieses Keyboard hier, auch Bluetooth angesteuert. Und theoretisch gibt es noch den Xbox One Serialized Controller. Das wäre der hier. Der ist aber in keinem der Spiele hier wirklich gut unterstützt. Deswegen benutzen wir den nicht. Und er schaut nur von der Seite zu. Ja, und als Herzstück des Ganzen, wie immer, mein Lumia 950 XL. Das ist dieses Smartphone hier. Das ist ein Windows 10 Mobile Smartphone. Das verwende ich mittlerweile jetzt nicht mehr als meinen Daily Driver, aber er ist eben immer noch sehr gut für Richtung Continuum und Co. Deswegen werden wir hier eben einen USB-C-Anschluss unten verwenden, das Ding anschließen und ihn, oder dieses Smartphone besser gesagt, dann eben mit diesem Kabel mit dem Display-Dock verbinden. Das Display-Dock ist einfach nur ein Hub mehr oder minder, ein USB-C-Hub, der wiederum verbunden ist mit dem Fernseher und auf dem Fernseher, das könnt ihr jetzt schon sehen, ist eben eine Desktop-artige Umgebung dargestellt. Die wird produziert vom Smartphone, aber es ist eben nicht einfach nur eine Spiegelung oder sowas, sondern es ist wirklich eine Desktop-artige Umgebung, auf der ich jetzt zum Beispiel mit der angeschlossenen Maus, die ich hier habe, und eben dem angeschlossenen Keyboard oder der Tastatur eben Dinge steuern kann. Wer ein bisschen mehr dazu wissen will, schaut einfach mal da oben in die Ecke rein, da gibt es noch ein paar weitere Informationen zu dem ganzen Thema in verschiedenen anderen Videos, die ich jetzt schon gemacht habe. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Spiel. Das erste Spiel heißt Balls vs. Bricks. Also ist ein klassisches Spiel eigentlich. Gibt es hin und wieder mal, ist nicht ganz so verbreitet wie andere, aber trotzdem. Und ich spiele diese Spiele extrem gerne, warum auch immer, ich verstehe es selber nicht. Aber ich zeige euch einfach mal, was dahinter steht. Dafür gehe ich hier in meine alle Apps-Liste, wie ihr hier sehen könnt. Und jetzt kann man hier praktisch unten drunter eben reingehen und da steht Balls vs. Bricks. Klicke ich einfach mal drauf. Und ich glaube, ich drehe mich dafür einfach mal um, damit ihr ein bisschen besser sehen könnt, was hier dahinter steht und ich eben auch besser spielen kann. Also, gebt mir eine kleine Sekunde. Der lädt ja hier jetzt eh noch ein bisschen rum. Das dauert bei dem Spiel einfach ein bisschen. Und dann kommt irgendwann Made with Unity und hier sind wir. Okay, ja, das erste, was ihr hier schon sehen könnt im Endeffekt, so, das erste, was ihr schon sehen könnt, ist praktisch, ist ein relativ aufgeräumtes Interface, alles so ein bisschen farbenfroh gemacht irgendwie, aber trotzdem relativ aufgeräumt. Was ihr hier machen könnt, ist einfach, ihr könnt praktisch Audio aus- und einschalten. Das weiß ich gerade selber nicht, ich glaube, es ist einfach nur ein Ein- und Ausschalter und das hier sind, glaube ich, einfach Audio-Geschichten Richtung Dings. Ich drücke einfach mal drauf, ist da was, was soll's. Ah, hier kann ich einen Ball auswählen sogar noch. Das wusste ich gar nicht, dass das überhaupt funktioniert. Aber ihr könnt hier zum Beispiel einfach unterschiedliche Farben. Schuba Ball. Der ist interessant. Wie kriege ich den? Ah, ich habe ihn gerade wohl gekauft. Dafür brauche ich wohl irgendwie verschiedene Sachen in der Richtung. In Ordnung. Probieren wir es doch einfach mal damit. Ganz nett, das Teil. Und dann einfach hier auf Play drücken. Und jetzt seht ihr schon, da ist jetzt eben der Ball hier unten, der wird hier dargestellt. Und hier oben gibt es eben jetzt diese Boxen. Und was jetzt passiert ist, ihr müsst praktisch diese Bälle eben nach oben befördern. Ihr werdet immer so stepweise arbeiten. Das heißt, ihr schießt einmal, dann fliegt der Ball und bewegt sich in irgendeiner Form. Und dann ruckt praktisch alles nach unten, wie in Tetris. Aber wirklich eben nur so schrittweise, einen nach dem anderen, also ein Step nach dem anderen. Natürlich alle Boxen fallen dann runter. Die Zahl, die da drauf steht, bedeutet, wie häufig ihr denn diese Box im Prinzip treffen müsst. Am Anfang habt ihr natürlich auch nur einen Ball. Wenn ihr da mal guckt, wo ich jetzt hinzeige mit meinem Pointer hier praktisch, das ist ein weiterer Ball, den ich dazu gewinnen kann. Zeige ich euch gleich, was da dahinter steht. Ich mache jetzt einfach mal das hier. Okay, der Ball verhält sich irgendwie nicht anders. Der sieht nur anders aus, so wie es aussieht. Ja. Jetzt habt ihr auf alle Fälle gesehen, ich habe einmal eins von diesen Dingern hier erwischt. Damit habe ich jetzt zwei Bälle, mit denen ich schießen kann und dann einfach hier unten in diesem Bereich drücken und ziehen und jetzt festhalten und sobald ihr praktisch eine Richtung gewählt habt, die ihr gut findet, lasst ihr los. Und jetzt könnt ihr sehen, fliegen eben zwei Bälle oder eben jetzt noch mehr, weil ich jetzt gerade vier weitere eingesammelt habe. Und dementsprechend bouncen diese Bälle jetzt hier in der Gegend rum und ihr müsst eben versuchen, einen Weg zu finden, möglichst viele Boxen zu treffen, vielleicht sogar den Ball dann so zwischen
der oberen Kante hier und zum Beispiel dieser Box einzufangen, weil das bedeutet natürlich, dass möglichst viele Hits praktisch zustande kommen und umso häufiger ihr eben diese Box trefft, umso besser für euch und so funktioniert das Spiel. Wichtig dabei ist, ihr dürft keine dieser Boxen, also wenn ihr jetzt hier diese 1 seht, die ist langsam gefährlich. Das heißt, gegen die gehe ich jetzt mal vor, die darf nämlich nicht nach unten kommen. Wenn die unten erreicht, habt ihr verloren und müsst wieder von vorne anfangen. So, und jetzt einfach eben das Spiel spielen. Das ist am Anfang relativ einfach, später wird es manchmal so ein bisschen komplexer, aber ihr werdet so viele Bälle haben. Also ihr seht hier oben diese 54, das ist nicht wie viele Bälle ich hatte, sondern wie groß die maximale Box war, also die Zahl, die praktisch auf der Box drauf stand, die ich bis jetzt erreicht habe. Und 54 ist da schon erheblich. Bedeutet nämlich, dass ich bestimmt so 60 Bälle oder sowas eingesammelt hatte. Und jetzt seht ihr, haben wir es gut hingekriegt, dass die Bälle sich auch so ein bisschen verhakt haben und so weiter und so fort. Was ihr außerdem gesehen habt, man kann diese Teile hier einsammeln. Was das hier bedeutet, ist mehr oder minder, weiß nicht, ob ich das jetzt simulieren kann, sollten sich zum Beispiel Bälle irgendwie verhaken. Das heißt, ihr habt praktisch Bälle, die wirklich jetzt so einfach von den Boxen oder wo auch immer her abgebounced sind, dass sie exakt in einer Linie sich bewegen und das praktisch sich nicht verändert, dann werden irgendwann diese Zusatzbälle eingeschleust. Die sind praktisch wie so eine Art, so ein Obstacle, also so eine Art Hindernis. Und dann bouncen die Bälle, die sich verhakt haben, da wieder von ab. Wenn ihr die nämlich nicht mehr habt, dann verliert ihr praktisch, sollte der Ball eben dann mehr oder minder sich nicht mehr aus dieser Lage befreien können von selbst aus. Und dementsprechend müsst ihr dann nochmal von vorne anfangen. Ist alles ganz nett gemacht. Hier seht ihr jetzt, also das ist jetzt noch nicht problematisch, weil die sind ja noch nach unten gefallen. Aber wenn das eine Weile so geht, dann wird das irgendwann eben zu einem Problemchen. Ja, und ihr seht schon, ich schieße jetzt nicht einfach nur ganz gerade hier auf eins der Dinger drauf und dann ist alles schön, sondern ich benutze jetzt einfach so ein bisschen die Bandengeschichte. Das hier ist auch so eine Sache. Ich kann das jetzt machen. Ihr seht, ich habe hier 20 Bälle, kann man da unten x20 sehen, dass ich 20 Bälle habe. Jetzt wird er praktisch viermal auf diese vier treffen. Danach bounced er aber dann praktisch oben, hoffentlich, von der Wand ab und erwischt vielleicht noch was. Habe ich leider die 13 nicht genau erwischt, da ist es jetzt genau dran vorbeigeflogen, passiert manchmal. Ja, ihr seht, umso mehr Bälle ihr habt und umso mehr Steps es eben praktisch gab, umso höher wird auch die maximale Zahl. Diese 16 ist praktisch die Information, dass es 16 Mal schon runtergeruckt ist, denn dann wird auch die nächste Boxgröße praktisch erreicht und ihr bekommt eben 17er, die ihr dann auflösen müsst. So. Und jetzt gucken wir mal, was wir gegen die hier tun können, weil hier müssen wir jetzt wirklich aktiv werden, sonst wird das nichts mehr. Hier bin ich nämlich schon ziemlich nah an der Grenze. Das Gute ist, wir haben so viele Bälle, dass wir praktisch jetzt da noch kein großes Problem mit dabei haben. Aber man muss eben wirklich aufpassen, wenn ihr wirklich dann mal so eine ganze Front oder so nach unten gekommen habt lassen, dann kann es trotzdem problematisch sein, selbst wenn ihr deutlich mehr Bälle habt, als da auf den Zahlen draufstehen. Und so müsst ihr jetzt eben versuchen, hier möglichst viele dieser Boxen wegzubekommen, möglichst lange durchzuhalten. Ja, und das ist mehr oder weniger das Spiel. Ich persönlich mag dieses Spiel. Das ist einfach, ist natürlich was sehr Ruhiges. Ihr habt jetzt hier keinen großartigen Zeitdruck oder sowas. Ihr zielt praktisch einmal und dann schaut ihr praktisch zu, wie sich die Bälle hier verhalten und was ihr dann noch tun müsst und müsst dann eben später wieder drauf reagieren. Aber es ist kein sehr schnelles Spiel, wenn man es genau betrachtet. Ne? Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwas braucht, wo ihr jetzt wirklich so richtig Action reinbekommt, ist das vielleicht nicht das Richtige für euch. Aber wenn ihr so ein bisschen Zeit totschlagen wollt und einfach so ein bisschen spielen wollt, wie hier eben, dann ist es gar keine schlechte Idee und ihr könnt es ruhig mal ausprobieren. So, viel mehr gibt es hier jetzt auch nicht zu zeigen. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt unterschiedliche Bälle noch haben und so ein Kram. Aber im Endeffekt ist das so mehr oder weniger das Spiel, worum es geht und wie das Ganze hier aufgebaut ist. Probiert es gerne mal aus, wenn ihr diese Art von Spiel mögt im Endeffekt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal das zweite Spiel an. Das zweite Spiel heißt Honeycomb, Farm Match 3 in dem Fall. Das ist kein... Also, da steht wieder dieses Match 3, das ist aber nicht ein ganz klassisches Match 3 zu gewinnen oder 3 Gewinnspiele oder sowas, sondern es ist so eine Art,
ja, Verbindungsspiel, wo ihr praktisch beliebig lange Ketten bilden könnt in dem Spiel und ihr müsst bestimmte Aufgaben lösen. Das Ganze ist ziemlich, ja, für Kinder gesemt. Ich finde, es ist so, ja, am Anfang ist es ein sehr leichtes Spiel, aber wirklich so, dass es jetzt gar nicht mehr anspruchsvoll wäre, ist es dann auch nicht. Ich habe auch schon ein paar Mal verloren bei dem Game. Also ich zeige euch das Ganze mal. Wenn man es mal verstanden hat, kommt man natürlich ziemlich gut weiter und hat jetzt keine großen Probleme. Also Honeycomb Farm Match 3, da steht es nochmal. Klicke ich drauf und ich zeige euch das Ganze mal. Sehr für Kinder aufgemacht, wie ihr sehen könnt. Also es gibt diese Biene und verschiedene lustige Sachen. Ihr könnt auf alle Fälle mit Kindern spielen und das ist gar kein Problem. Ihr könnt es aber auch als Erwachsener spielen, also was soll's. Hier unten, wir können das wieder rausnehmen oder auch nicht, wie ihr wollt. Und dann einfach hier auf den Button klicken und dann geht's auch schon los. Ihr seht, ich habe das jetzt schon ein bisschen gespielt. Und all diese kleinen Castles und so, die ihr hier sehen könnt, das sind praktisch unterschiedliche Level. Ihr fangt hier an. Und ihr seht immer diese, ja, in dem Fall jetzt ein Apfel, hier ist es eine kleine Biene, hier ist es so Honig und, ja, ich sag mal Salatkopf oder Kohl, keine Ahnung. Und die Dinger, da bin ich jetzt als nächstes. Das sind praktisch einfach die Levels, durch die ihr durchgeht und es geht in jedem dieser Spiele praktisch immer so um eine dieser Figuren, die ihr da seht. Und die müsst ihr praktisch hauptsächlich einsammeln in dem Game, um eben weiterzukommen und Dinge tun zu können. Ich drücke hier einfach mal drauf. Das seid übrigens ihr, also ihr seid diese Biene. Und was das da soll, weiß ich gar nicht genau, aber man kann einfach hier drauf gehen. Und jetzt seht ihr, was wir machen müssen, ist eben dreimal eine Biene rausholen und zweimal diese Dinger rausholen. So, das Spiel ist immer so, dass ihr praktisch einen Timer habt, das ist schon mal wichtig zu wissen. Ist jetzt Level 5, in dem wir sind, dann habt ihr natürlich solche Ziele, wie ihr hier sehen könnt. Also in dem Fall müssen wir eben drei Bienen befreien und wohl zweimal diese Dinger. Das ist jetzt ziemlich simpel, ich weiß noch nicht, was da genau dahinter steht, wir werden sehen. Auf alle Fälle die Geschichte. Hier seht ihr so Eisblöcke. Eisblöcke bedeuten nichts anderes, als dass die Dinger eben dann aufgelöst werden müssen einmal, damit ihr danach an die Frucht oder was auch immer da drin ist, eben drankommt. Und ja, was ihr sonst noch sehen könnt, wie gesagt, es gibt einen Timer, der startet los, sobald wir losstarten oder sobald wir einmal eine Aktion durchführen. Und dann gibt es hier unten noch diesen Zug. Ehrlich gesagt, was der Zug macht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die verschiedenen Früchte und so, die fallen unten in den Zug rein und irgendwann fährt der Zug weg und ein neuer kommt und holt sich die nächsten Früchte. Was ihr davon habt, ich weiß es auch nicht. Aber es ist ganz nett gemacht, es sieht schön aus, es bewegt sich dann auch wieder viel und auf die Art ist es gemacht. Was mich ein bisschen annervt, ist dieses Banner hier, aber es ist nicht schlimm. Also ihr könnt auch gut damit spielen, wenn es da ist. Und dementsprechend probieren wir es doch einfach mal. Achso, eine Kleinigkeit noch. Diese, das hier sind praktisch so Beehives, also solche Bienenstöcke, in denen ihr euch bewegt oder die da sind. Und daraus kommen praktisch diese Bienen und die müsst ihr praktisch erstmal freilegen, indem ihr außenrum eben verschiedene Kombinationen macht. Damit kommt irgendwann die Biene frei und dann habt ihr sie praktisch hier freigeschaltet. Und wie gesagt, das Ziel erreicht ihr eben, wenn ihr drei von den Bienen freischaltet und eben diese Dinger freischaltet. Und jetzt gehe ich einfach mal rein und ich hole mal die Äpfel hier. Einfach damit der Timer losstartet. Könnt ihr jetzt da oben sehen, jetzt geht's los. Und jetzt müssen wir eben versuchen, hier möglichst viele Kombinationen zu erreichen, was nicht immer simpel ist. Also das kann ich jetzt schon sagen. Hier, da, übrigens diese edelsteinmäßigen Brocken hier, das sind mehr oder minder Joker. Das heißt, je nachdem, welchen anderen Stein ihr noch habt, ihr könnt sie nicht alleine wegkriegen, aber ihr könnt praktisch, wenn ihr meinetwegen einen Apfel anwählt und dann diese Dinge anwählt, werden das zu Äpfeln oder Jokern, wie auch immer man das nennen möchte, und dadurch bekommt man die Viecher eben dann auch frei. So, jetzt müssen wir mal langsam ein bisschen serious werden hier. Das ist interessant. Jetzt habe ich noch keinen einzigen freigelegt. Da müssen wir jetzt ein bisschen längere Ketten mal bilden, aber das ist gar nicht so leicht an der Stelle. Also hier könnt ihr jetzt sehen, wie man eben so eine Kette bildet und dann kann man hier den Hive eben frei machen. Ja, jetzt hatten wir gerade einen Absturz. Ich weiß nicht genau, woher die kommen und ob die immer da sind oder was dahinter steht. Ich hatte schon einmal einen, aber dann habe ich eine Session gehabt, wo ich wirklich ganz, ganz lange spielen konnte, ohne Probleme. Sollte das mal passieren, könnt ihr es einfach neu aufrufen und dann weiterspielen. Ich kann euch nicht genau sagen, was dahinter steht, warum das passiert. Irgendein Bug im System an irgendeiner Stelle. Aber wie gesagt, man kann das Spiel gut spielen. Ihr seht, ich habe hier fünf Level schon gespielt von dem Ganzen, ohne großartig Probleme zu haben. Was dahinter steht, kann ich euch nicht genau sagen, wie gesagt. Aber ja, vom Prinzip her funktioniert das Spiel. Ihr seht auch, es liegt nicht irgendwie nur an diesen Beehives oder sowas. Ich kann auch da rein.
und damit weiterarbeiten, ist auch keine Sache. Und jetzt haben wir praktisch eine Biene und die Bienen, die werden erst freigesetzt, wenn ihr sie jetzt noch einmal verwendet. Das ist auch wichtig zu wissen. Schön ist, dass das auch wieder so eine Art Joker ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe und das mache, dann geht das genauso und ich komme auch wieder raus. Und jetzt seht ihr, wir haben den ersten Bereich schon erfüllt und beim zweiten haben wir immerhin mal eine Biene rausgeholt. Ist also alles ganz gut und alles ganz im Rahmen, was wir hier geschafft haben. Übrigens, hier ist jetzt natürlich, umso länger ihr die Ketten bildet, umso besser für euch, kriegt ihr mehr Punkte. Und dementsprechend ist das natürlich schön. Dann gibt es noch so Power-Ups, wie ihr das hier jetzt seht, diese Drehgeschichte da auf dem Apfel. Die erzeugt dann noch zusätzliche Sachen, also zusätzliche Freischaltungen oder Freifallungen, wie auch immer. Und der Wagen da unten, der wird jetzt auch langsam voll. Und deswegen versucht ihr natürlich möglichst lange, seht ihr, jetzt kommt diese Wagengeschichte, die weiterfährt. Wie gesagt, was das genau heißt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dann ist eben einer der Waggons voll und ihr fahrt einfach weiter, um den nächsten Zug rauszuholen. Und was es jetzt genau damit auf sich hat, kann ich euch leider auch nicht sagen. So, aber im Endeffekt versucht ihr jetzt eben hier möglichst lange Ketten zu bilden. Die könnt ihr auf alle möglichen Arten bilden. Das ist einfach nur immer so die Diagonalgeschichte, die dahinter steht. Und ihr seht, wir haben noch 38 Sekunden frei und haben dieses Level abgeschlossen. Man hätte es noch besser machen können, dann kriegt man noch andere Bewertungen und so ein Kram. Aber im Endeffekt ist das Spiel. Und ja, ich finde, es ist ganz nett gemacht. Wenn man solche Spiele mag, dann gerne mal ausprobieren. Ist natürlich, wie gesagt, sehr kindgerecht. Könnt ihr also auch ohne Probleme irgendein Kind hinsetzen. Und das kann damit spielen und hat hoffentlich damit Spaß. Und sonst eben einfach jetzt die verschiedenen Levels durchgehen. Ihr seht, da gibt es relativ viele, die ganzen kleinen Städte oder ja, was sind das? Eigentlich sind es alles Burgen oder Schlösser, die ihr jetzt dann praktisch freischalten könnt. Sind eben alles Levels, die dann eben durchgespielt werden können. Ja. Und das ist das, was hinter diesem Spiel steht. Dann gehe ich hier auch mal raus. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal das letzte Spiel für diese Episode an. Das heißt Drifty Chase. Und das ist ein sehr interessantes Spiel. Ein bisschen schwierig zu steuern, finde ich. Aber vom Prinzip her sehr cool gemacht. Worum es hier geht, ist praktisch, ihr seid ein Verbrecherauto oder sowas. Und das wird von der Polizei gejagt. Und zwar von ganz, ganz vielen verschiedenen Polizeiautos. Und ihr müsst versuchen, denen auszuweichen und seid dabei extrem driftend. Also ihr driftet die ganze Zeit in der Gegend rum. Und müsst versuchen, dass die Polizeiautos euch nicht treffen. Ich zeige euch das Ganze mal, dafür drehe ich mich jetzt auf alle Fälle rum, weil das ist praktisch anders kaum spielbar. Wird gespielt übrigens auch nicht mit der Tastatur oder mit dem Controller oder sowas, sondern mit der Maus. Das ist so ein bisschen das größte Problem daran, finde ich zumindest. Und Drifty Chase, da ist es auch schon. Und ich rufe das einfach mal auf und zeige euch, was dahinter steht. Eine Sache, die echt super, super schwierig ist, finde ich, ist, wenn man in der eigentlichen Stadt rumfährt. Das hinzubekommen mit der Maus ist, glaube ich, deutlich schwieriger, als wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Touchpad oder mit den Touch-Controls auf dem Smartphone spielen würde. Dementsprechend probiert es vielleicht damit auch mal aus, macht bestimmt Spaß. Ich zeige euch einfach mal, was jetzt so dahinter steht. Es gibt eben dieses Terrain, City und Hills. Das sind drei unterschiedliche Spielemodis, die alle sehr ähnlich sind. City hat einfach sehr, sehr viele Hindernisse, weil ihr natürlich überall irgendwelche Bäume stehen habt. Und ihr habt natürlich irgendwie die Gebäude und alles Mögliche. Und das macht es nicht sehr viel einfacher, besonders nicht mit dieser Steuerungsart. Das hier ist relativ frei, da müsst ihr nur aufpassen, also ein paar Brocken und so liegen auch in der Gegend rum, da müsst ihr nur aufpassen, dass euch praktisch die anderen Fahrzeuge nicht so gut erwischen. Und Hills ist mehr oder minder wie Terrain, bloß dass ihr eben auch über so Hügel und so ein Kram hinwegfahrt und nicht einfach auf einer geraden Fläche. Ich spiele mal Terrain mit euch, danach können wir nochmal City ausprobieren. Und ja, worum geht's hier? Hier gibt's überall so Sachen, die ihr einsammeln könnt, die da immer entstehen. Das ist Geld natürlich, wie ihr hier sehen könnt. Und wie steuert man jetzt? Im Endeffekt einfach nur, indem ihr auf eine Seite des Bildschirms drückt und dann bewegt sich das Auto praktisch in diese Richtung. Und was ihr schon sehen könnt, die Fahrzeuge dahinter euch, die explodieren gerne mal, weil die nämlich gegeneinander stoßen, je nachdem, was für eine Aktion ich hier ausführe. Und ich muss jetzt natürlich versuchen, dass die mich möglichst nicht erwischen. Habt ihr gerade gesehen, so ein Reparaturset mir reingeholt. Das funktioniert übrigens nicht mit einem Mal, sondern das wird irgendwie aufgeladen im Endeffekt. Hier oben könnt ihr sehen, wie gut es euch geht. Und jetzt müsst ihr eben versuchen, möglichst lange durchzuhalten. Ihr seht, da fahren jetzt ein paar unterschiedliche Polizeiautos euch hinterher. Und ihr müsst eben versuchen, dafür kriegt ihr auch Punkte noch extra, was hier oben im Prinzip abläuft. Das sind erstmal die Sekunden und Punkte für Sachen, die ihr einsammelt. Und
natürlich auch für möglichst viele Autos, die ihr kaputt macht. Ihr seht, wenn jetzt zum Beispiel ganz viele Autos nebeneinander fahren von denen, ist es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, einfach mal sie ineinander fahren zu lassen. Ihr habt gesehen, ich bin jetzt gegen dieses bisschen größere Auto da gekracht. Das hat mich ganz schön Leben gekostet, wie man hier oben schön sehen kann. Und ja, durch die Steuerart ist es nicht ganz simpel, jetzt ganz spezifisch auf irgendwas durchzufahren, finde ich zumindest. Hier seht ihr so einen Stein zum Beispiel. Und ich kann euch gleich sagen, die Autos sind relativ blöd. Also wenn ich jetzt hier mal eine Bewegung mache, habe ich jetzt schnell deutlich weniger Autos hinter mir. Weil die halt wirklich selber gegeneinander fahren und sich dabei selber verletzen. Und das ist natürlich gut für euch. Autsch, ja, das war blöd. Aber das ist natürlich gut für euch. Und so spielt ihr das Spiel und versucht eben möglichst lange durchzuhalten. Ihr seht, meine Highscore war 324 bis jetzt und die Score jetzt war 185. Das heißt, ihr könnt das Spiel sehr, sehr lange spielen, wenn ihr es sauber und gut spielt. Und macht auch wirklich Spaß, finde ich, und hat einfach so einen gewissen Style irgendwie. Ich weiß auch nicht. Und jetzt können wir praktisch mal vielleicht die City ausprobieren. City finde ich sehr schwer. Muss ich zugestehen. Das Gute ist, hier sind nicht ganz so viele Fahrzeuge, aber ihr müsst jetzt natürlich dann auch wirklich gut gucken, dass ihr hier, dass ihr hier praktisch nicht gegen irgendwelche Sachen gegenfahrt, also euch wirklich auf den Straßen bewegt. Und mit dieser Steuerungsart, besonders mit der Maus, finde ich das ziemlich schwierig, das gut hinzubekommen. Ich drücke hier nochmal drauf und wir probieren es nochmal. Ihr merkt auch so ein bisschen, es hat ein bisschen anderes Feeling. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich ganz anders ist oder ob es nur das Feeling ist. Aber das Auto driftet jetzt hier nicht mehr ganz so krass. Bin dagegen gefahren, sorry. Und wir drücken einfach nochmal drauf. Und schon wieder. Also ihr seht, ich gehe hier deutlich häufiger drauf, einfach weil die Obstacles schwierig zu handhaben sind. Und ihr merkt auch, ich habe hier kaum irgendwie was mich verfolgt. Es kommen ein paar Autos, also die sind schon unterwegs. Die sind ja auch ein bisschen darauf ausgerichtet, dass sie nicht gegen alles dagegen fahren. Aber es sind deutlich weniger, weil es hier einfach schon deutlich schwieriger ist. Ja, Steuerung, wie gesagt, es geht darum, dass ihr praktisch auf welcher Seite ihr im Prinzip vom Auto drauf drückt. Das ist wunderbar für die fürs Smartphone, dass ihr praktisch einfach links oder rechts drücken könnt und egal wo ihr hintrefft, solange es neben dem Auto, also neben der Mitte praktisch ist, ist alles in Ordnung. Für die Maussteuerung ist es nur, ich sag mal, semi-gut. Ah, wie häufig soll ich da jetzt noch gegenfahren? Immer das gleiche Gebäude auch. Nervig. So. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass ich vielleicht mal 10 Sekunden durchhalte und nicht sofort drauf gehe. Juhu, geschafft. Okay, früher oder später werdet ihr, schon wieder, ihr hört es zumindest im Moment, da kommt das Auto. Also es gibt hier genauso Fahrzeuge, die euch dann jagen. Die sind ein bisschen schlauer als ich das jetzt, oder stellen sich zumindest mal ein bisschen besser an, als ich das jetzt hier gerade tue. Aber ihr hört auch, da gibt es genug Crashs auch so schon, ohne dass ich jetzt irgendwas dazu beitrage. Bin schon wieder dagegen gefahren. Ja, wie gesagt, ich finde den Spielemodus, der ist vielleicht nichts für die Maus, der ist super für Touch-Bedienung. Also da macht das auch mehr Spaß, weil ihr einfach besser und schneller reagieren könnt. Und deswegen zeige ich euch mal den dritten Spielemodus, dieses Hills. Spiele ich eigentlich sogar am liebsten. Da ist jetzt nicht viel anders als beim ersten. Ihr seht einfach nur, wir haben einfach Höhen, die dazukommen. Und teilweise werden die deutlich krasser. Es gibt hier auch jetzt Begrenzungen, wie ihr da oben sehen könnt. Und jetzt fahren wir einfach über Hügel. Ihr seht, es ist wirklich ein 3D-Game, weil die Hügel hier auch wirklich die Optik der Fahrzeuge in 3D verändern. Und jetzt gucken wir doch einfach mal, wie lange wir das so durchhalten. Hier ist zum Beispiel auch interessant, in diesem Fall ist jetzt die Steuerung invertiert. Also die Spielemodi sind alle ein bisschen anders. Wenn ich nämlich jetzt zum Beispiel dann nach links fahre, also vorausgesetzt, ich fahre natürlich gegen meine Ansichtsrichtung so, jetzt ist die Steuerung invertiert, was natürlich logisch ist irgendwo. Ui, das war knapp. So, auf alle Fälle, was ihr seht, wir fahren hier auch über ziemlich hohe Hügel hinweg. Ich weiß nicht, ob ich das noch lange durchhalte, gerade war es übel. Oh, da hätte ich gerade einfach super, ouch, geradeaus weiterfahren können. Hier schauen wir da.
immerhin. Bisschen Kohle eingesammelt. Und habe mich ein bisschen repariert, aber es reicht nicht für eine ganze Reparatur, wie ihr da sehen könnt. Also man muss jetzt ein paar Mal diese Reparaturen hier durchführen, bevor man was weitermachen kann. Ja, was dahinter steht, es ist natürlich endless. Also irgendwann werdet ihr typischerweise sterben, weil es zu viele Autos werden. Die Autos werden auch mehr nach einer gewissen Zeit. Und ihr müsst eben versuchen, möglichst viele von denen loszuwerden, weil irgendwann schafft ihr es sonst nicht mehr, denen auszuweichen oder zumindest keine starken Lenkbewegungen mehr machen zu können. Was eben manchmal einfach auch Spaß macht und dementsprechend natürlich auch einfach cool ist, damit rumzudüsen. Und komm, schau nicht für die Kohle. Danke. Ja, das war cool. Bin ich durch die Polizisten durchgefahren, die haben voll den Crash ergeben und dementsprechend das Ganze gemacht. So. Cool daran, wir haben eine neue Highscore, 626 haben wir dieses Mal hingekriegt. Natürlich ist da das Geld dann ausschlaggebend, also das zählt natürlich auch noch mit rein. Und so spielt man das Spiel. Ich finde, es ist ein ziemlich cooles Spiel, macht einfach Spaß, weil die explodierenden Autos da alle in der Gegend rumfahren und ihr das eben verursachen könnt, ohne dass natürlich jetzt irgendeinem was dabei abgeht oder so. Und dementsprechend probiert das Game einfach mal aus. Ich spiele es ziemlich gerne. Hat einfach ein gewisses Flair, diese ganzen Explosionen hier zu sehen und so weiter. Also einfach mal ausprobieren. Ich mag's echt ganz gerne. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Wenn ja, bitte ein Like da lassen, logischerweise. Sonst solltet ihr noch nicht abonniert haben. Der Button dafür ist ganz unten. Einfach draufdrücken. Und habt ihr irgendwelche Fragen, ist das natürlich auch unter dem Video möglich, die zu stellen. Ich versuche sie zu beantworten, wenn ich irgendwie kann. Und ja, mehr gibt's eigentlich nicht dazu zu sagen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Habt viel Spaß, schönes Wochenende noch für euch. Und dann bis zum nächsten Mal und bye bye.